Willkommen zu meiner Präsentation. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich habe ein ganz besonderes Community-Event geplant. Und zwar German Indie Showcase. Yay! Wir wollen uns deutsche Indie-Spiele angucken und nicht irgendwelche. Wir wollen uns eure angucken. Eure Projekte, an denen ihr gerade arbeitet oder zukünftig arbeitet. Also eure Spiele. Und die sind ja Dreh- und Angelpunkt meines YouTube-Kanals und dementsprechend unglaublich wichtig für mich. Was könnt ihr mir geben, damit ich was zu zeigen habe? Das ist natürlich eine gute Frage. Ihr könnt mir Demos, Trailer, Artworks und so weiter geben. Darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Aber ich glaube, ihr könnt euch darunter was vorstellen. Ein paar Demos, die ich vielleicht anspielen kann und zeigen kann. Ein paar Trailer, die wir uns angucken können. Oder ein paar Artworks halt. Das wäre wunderschön. Und dann hätten wir was zum Gucken. Das wäre doch mal super. Wichtig dabei ist allerdings Exklusivität. Das ist die einzige Bedingung. Es muss Content dabei sein, der noch nicht vor der Show veröffentlicht wurde. Es kann sich um Projekte handeln, die bereits angekündigt wurden auf anderen Webseiten oder auch bei mir schon mal gezeigt wurden. Aber sie sollten, also das gezeigte Material bei dem Showcase sollte gewisse exklusive Elemente enthalten, die zum ersten Mal im Showcase gezeigt werden. Sonst wäre das Ganze letzten Endes irgendwo auch ein bisschen langweilig, wenn man nur das sieht, was man ja bereits kennt. Gut, das sollte soweit klar sein. Einsendeschluss wäre der 31. Juli 2022, um genau zu sein. Und der Showcase wäre am 1. August. Je nachdem, wie viel eingereicht wird, könnte es auch sein, dass wir mehrere Tage streamen. Eine Uhrzeit habe ich noch nicht angegeben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Uhrzeit wäre für euch am 1. August die beste, optimalste Uhrzeit, um mit einem Stream anzufangen, der über mehrere Stunden geht. Also ihr braucht dann auch mehrere Stunden Zeit. Gut, das wäre interessant. Schreibt in die Kommentare jetzt sofort, wann es für euch am besten wäre. Okay, es gibt auch für alle, die etwas einreichen, etwas zu gewinnen. Und zwar gibt es einen Hauptpreis, den RPG Maker Unite. Und es gibt weitere Preise. Ich verlose 5x10 Euro Steam-Guthaben. Den RPG Maker Unite würde ich an das interessanteste Projekt vergeben. Dementsprechend, wenn ihr mit einer geilen Projektidee kommt und diese auch gut präsentieren könnt in einem Video oder in einer Demo, die ihr vielleicht in einer anderen Engine gemacht habt, dann würde ich euch den RPG Maker Unite machen. Aber nicht einfach so. Ich würde 5 Projekte auswählen, die mir wirklich zusagen und dann eine YouTube-Abstimmung machen und die Zuschauer entscheiden, wer letzten Endes den RPG Maker Unite gewinnen soll. Und dann wird es weitere Preise geben. 5x10 Euro Steam-Guthaben. Also insgesamt 50 Euro. Das ist echt eine Menge Geld für mich, okay? Und das fließt alles aus meiner eigenen Tasche. Ne? Das dürft ihr jetzt hier nicht vergessen. Diese würde ich zufällig an alle Teilnehmer verlosen. Zufällig. Dementsprechend, ihr müsst nur irgendwas einreichen. Technisch gesehen ist es ja auch Werbung für euch. Also ihr bekommt am Ende sogar noch eine Chance, was zu gewinnen, indem ihr Werbung für euch selbst macht. Das ist eigentlich absurd. Aber hey, ich bin DonF204. Seit wann denke ich logisch? Nein, Spaß beiseite. Okay, gut. Und das war eigentlich alles Wichtige soweit. Ich denke, alles dürfte jetzt grob verstanden sein. Ich werde trotzdem nochmal auf ein paar Details eingehen, die vielleicht noch wichtig sein könnten. Falls am Ende immer noch Fragen sein sollten, könnt ihr ja immer noch in die Kommentare schreiben. Gut, jetzt könnt ihr aber kurz mal noch in die Kommentare schreiben, wie findet ihr die Idee im Allgemeinen? Das würde mich interessieren. Gut, während ihr das jetzt in die Kommentare schreibt, werde ich ein bisschen was erzählen, nämlich was ihr genau einreichen könnt. Und zwar,
Einreichen bitte einen ZIP-Ordner, aber dazu kommen wir gleich. Erstellt einfach einen Ordner, zack, neuer Ordner, nennt ihn dann euren Username oder von mir aus auch euren richtigen Namen, Peter Vogel oder so, und dann Unterstrich und dann Projektname, zum Beispiel Projekt 03, okay? Ihr könnt hier aber auch statt Peter Vogel, könnt ihr natürlich auch euren Nicknamen reintragen. Wichtig ist, dass es eindeutig identifizierbar ist, von wem es sich handelt. Gut. So, dann öffnet ihr diesen Ordner, stellt euch vor und könnt dort alles reinschmeißen, was ihr wollt. Ihr könnt dort eine Demo-Version reinschmeißen. Ihr könnt dort einen Ordner machen mit ein paar Artworks, die ich mir angucken kann und während der Show präsentieren kann. Und ihr könnt von mir aus auch einen Ordner machen mit Musik, da macht ihr ein bisschen Musik rein. Wenn ihr zum Beispiel ein Musikspiel machen wollt, ist ja die Musik extrem wichtig. Und vielleicht habt ihr ein paar Demo-Tapes. Wäre ja mega cool, wenn wir uns da ein bisschen was reinhören könnten. Ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit. Vielleicht nehmt ihr 1, 2 Tracks auf. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Musik nicht aus. Ich weiß nicht, was möglich ist in 4 Wochen. Oder vielleicht habt ihr ja schon bereits angefangen mit eurem Projekt. Dementsprechend wäre es ja dann noch leichter für euch. Ihr könnt auch ein Video machen. Entweder gebt ihr mir einen Link zu einem YouTube-Video oder ihr schmeißt es auch mit in den Ordner rein. Ein Trailer könnt ihr machen. Einen Trailer. Ihr könnt auch Gameplay-Trailer machen. Ihr könnt auch euch selber vor die Kamera setzen und ein bisschen was zu eurem Spiel erzählen. Ihr könnt natürlich auch ein paar Artworks einblenden in einem Videoschnittprogramm. Ich denke mal, das wird jeder hinbekommen. Und wenn nicht, wendet euch einfach an mich. Dann helfe ich euch vielleicht sogar. Blendet ein paar Grafiken ein und erzählt vielleicht ein bisschen was zu den Grafiken. Hinterlegt das mit ein bisschen Musik etc. pp. Gut, wenn ihr dann euer komplettes Paket fertig geschnürt habt, dann könnt ihr das Ganze noch nummerieren, je nachdem, wie ich es dann in der Präsentation zeigen soll. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ich zuerst den Trailer anmache, schreibt ihr einfach eine 1 davor, zack, dann wird er auch nach oben einsortiert. Dann soll ich mir vielleicht direkt die Demo angucken, macht ihr die 2 und dann soll es vielleicht mit den Artworks und der Musik weitergehen, jetzt rein hypothetisch. Okay, ihr könnt auch Textdokumente einfügen, hier einfach neu Textdokument, ein bisschen was dazu schreiben. Hallo Peter, blöderweise müsste ich das dann vorlesen, dementsprechend überlegt euch das gut, macht lieber ein Video, lest es selber vor, ist angenehmer für alle Beteiligten, denke ich mal, wenn ihr dann lieber ein Video zu macht. Ihr könnt natürlich aber auch eine schöne PDF machen, mit ein paar Artworks direkt reinmachen, kurze, knappe Texte, die ich dann vorlese, auch alles möglich. Macht, was ihr wollt, wichtig ist, ihr müsst dahinter stehen. Ihr müsst euer Projekt präsentieren wollen und vor allem so präsentieren wollen. Wie ihr das macht, ist mir vollkommen egal letzten Endes. Ihr habt jetzt über 4 Wochen Zeit, ihr habt den kompletten Juli Zeit. Abgabe ist der 31. Juli um 23.59 Uhr. Dann ist Abgabeschluss, weil am 1. August will ich ja streamen. Dementsprechend wäre es ja sonst ungünstig. Genau. Dann, wenn ihr da komplett fertig seid, macht ihr einfach hier, ups, das war falsch, macht ihr hier einfach Rechtsklick und dann in ZIP-Datei komprimieren. Ich habe jetzt Windows 11, ich weiß nicht mehr, wie das in Windows 10 aussieht. Auf jeden Fall könnt ihr das so machen oder ihr klickt hier auf die 3 Punkte und dann in ZIP-Datei komprimieren. Zack, bumm, fertig. Und dann schickt ihr mir diese ZIP-Datei, die ladet ihr dann einfach hoch bei Dropbox oder bei keine Ahnung, OneDrive, ich benutze OneDrive, genau, Google Drive geht natürlich auch. Und dann schickt ihr mir das Ganze. Oder wenn ihr einen Trailer habt, auf YouTube hochgeladen, stellt den bitte vorher natürlich auf privat oder auf nicht gelistet, macht mehr Sinn. Und schickt mir dann einfach den Link dazu, das reicht natürlich auch völlig. Dann gucken wir uns den Trailer einfach an während des Showcase. Während des Showcase gucken wir uns auf jeden Fall alle Projekte an. Gut. Es gibt, wie gesagt, keine Bedingungen außer Exklusivität. Das kann natürlich überprüft werden, wenn
Material schon vorher verfügbar war, das lässt sich ja überprüfen. Also versucht da nicht irgendwie zu betrügen. Es geht auch nur darum, dass gewisse Elemente exklusiv sind. Es muss nicht alles exklusiv sein. Es kann zum Beispiel jetzt ein Trailer sein, in dem jetzt eine Szene drin ist, die vorher noch nie zu sehen war. Das reicht ja schon vollkommen. Oder ihr macht eine Demo-Version, die ein bisschen weiter ausgearbeitet ist als die letzte Demo-Version. Ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit. Sollte kein Problem sein. Aber ihr müsst auch keine Demo machen, ihr müsst keinen Trailer machen. Ihr könnt auch einfach wirklich eine PowerPoint-Präsentation machen, könnt das auf Video aufnehmen, die PowerPoint-Präsentation. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Kein Thema. Oder ihr blendet halt in einem Schnittprogramm ein paar Artworks ein, erzählt dazu ein bisschen was. Also ich habe mega Bock, mir eure Projekte anzugucken. Ich denke, das sollte jetzt soweit klar sein. Es gibt kein Thema. Keine Begrenzungen, kein gar nichts. Ihr könnt was gewinnen, indem ihr einfach nur eure Traumprojekte, an denen ihr gerade arbeitet oder in Zukunft arbeiten wollt, vorstellt. Ich kann natürlich auch nicht überprüfen, ob ihr in Zukunft wirklich an diesen Projekten arbeiten wollt. Könntet natürlich technisch gesehen auch ein Fantasieprojekt einreichen. Aber ich bitte das nicht zu tun. Okay, damit ist niemandem geholfen. Zeigt euer zukünftiges Projekt, an dem ihr arbeiten wollt. Wenn ihr in 4 Wochen ein komplettes Spiel fertig kriegt, dann könnt ihr das natürlich auch einreichen. Ihr könnt dann ein komplettes Spiel einreichen. Ob ich dann das komplette Spiel spiele oder ob ich eine komplette Demo-Version spiele, die irgendwie 20 Stunden lang ist, das sei dahingestellt. Ich werde wahrscheinlich vielleicht halbe bis ganze Stunde pro Projekt einplanen. Ich schaue nochmal, wie viele Projekte eingereicht werden. Rechnet wirklich mit maximal einer Stunde, die ich da vorzeige. Mehr auf gar keinen Fall, weil es sonst zu viele werden. Stellt euch vor, da reichen irgendwie 15 Leute irgendwas ein. Dann würde ich ja bei einer Stunde schon 15 Stunden brauchen. Klar, der eine reicht vielleicht nur einen 5-Minuten-Trailer ein und der andere dann seine 5-Stunden-Demo, aber ihr versteht, worauf es hinausläuft. Das wäre halt irgendwo absurd. Ups. Gut. Ich denke, alles verstanden. Wenn Fragen sind, könnt ihr euch auch privat an mich wenden. Unten in der Videobeschreibung sind dazu Möglichkeiten, mich über Discord, Twitter, Instagram etc. anzuschreiben. Da gibt es mehr als genug Möglichkeiten. Und ihr könnt auch Fragen hier direkt in die Kommentare stellen. Dann haben auch alle was davon, weil dann können natürlich alle gucken, was wurden schon für Fragen gestellt, was wurden für Fragen beantwortet etc. pp. Gut. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich habe alles drin, was wichtig war. Preise sind drinne, Datum ist drinne, was ihr machen sollt, ist drinne. Und ja, ich würde das Ganze vielleicht dann auch nächstes Jahr, wenn es gut ankommt, nochmal machen. Das ist für mich sehr wichtig. Vielleicht auch ein bisschen Progress sehen, ein bisschen sehen. Vielleicht habt ihr jetzt im Jahr 2022 nur eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, noch gar nicht angefangen, noch gar keinen Trailer vorbereitet. Nächstes Jahr kommt dann der erste Trailer. Wäre doch mega geil, oder? Wenn diese Präsentationen von Jahr zu Jahr immer weitergehen und man auch sieht, wie diese Projekte sich entwickeln, wie das alle gemeinsam als eine Community wahrnehmen, wie da 20 Projekte vielleicht sich Stück für Stück immer weiterentwickeln, das wäre doch mega geil. Dann in dieses Jahr PowerPoint, nächstes Jahr Trailer, übernächstes Jahr schon Demo. Geile Sache, oder? Das wäre doch mega geil. Also, ich würde mich mega freuen, wenn wir das hinkriegen, wenn wir das irgendwie dann jährlich schaffen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Und ich melde mich ab. Tschüsseli!